Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Die natürliche Version von Menschen ist tatsächlich die, dass sie suchen. Wir sind vom System her ausgerichtet, etwas zu suchen, natürlich immer mit der Absicht, etwas zu finden. Was heißt das? Warum ist das überhaupt wichtig? Nun, wir haben ja in der Geschichte der Menschheit viele Dinge gesehen, wo Menschen etwas erfunden haben, weil sie etwas verbessern wollten. Und die Sehnsucht, Dinge besser zu machen, ist Teil dieser grundsätzlichen Suchbereitschaft, die Menschen ausmacht. Und das ist tatsächlich schon in unseren Genen verankert. Es gibt da immer dieses Bestreben, etwas besser zu gestalten. Sonst würde es niemals eine Evolution gegeben haben können. Jetzt haben wir also eine Wippe im Menschen mit einem autonomen Nervensystem, das auf Komfort ausgerichtet ist, und einem Geist oder einer psychischen Verfassung, die sagt, ich möchte mich entwickeln, ich möchte was verbessern. Und Komfort und sich verbessern passen nicht zwingend zusammen. Ich glaube, das kann man unschwer erkennen und jeder von uns kennt diese Unruhe, ich möchte jetzt mal nichts tun, aber eigentlich muss ich auch noch mal irgendwas besser hinkriegen. Ich glaube, dass es ein wichtiger Schlüssel für Heilsein ist, zu erkennen oder auch ein wichtiger Schlüssel, dann stressfreier damit zu sein, dass es für alles eine Zeit gibt. Es gibt eine Zeit für Komfort, es gibt eine Zeit für Entwicklung und es gibt eine Zeit für Prozesse und es gibt Mischformen. Und ein Umgang damit könnte sein, dass du einmal am Tag versuchst, deine Komfortzone zumindest am Rand zu streifen, also sie fast zu verlassen. Könntest sogar entscheiden, sie einmal ganz zu verlassen und beobachten, wie das ist. Aber der wichtigere Punkt ist tatsächlich der, zu verstehen, es gibt diese beiden Teile in dir. Es gibt diesen Teil, der immer Komfort will und den Teil, der wachsen will. Und wenn du einen ignorierst, fühlt es sich einfach nicht heile an. Weil diese Art des Ganzseins tatsächlich dem Menschen zu eigen ist und dazugehört.